Ich sah Reisende die Straße entlang kommen und traute meinen Augen kaum. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Ich muss in einer wichtigen Angelegenheit zu Earl Eamon. Was meint ihr damit? Gibt es ein Problem? Aus dem Weg, ich habe keine Zeit für hirnlose Narren. Nummer 2. Ihr wisst es nicht? Hat draußen niemand davon gehört? Nein, ihr seid alle in einer Blase. Wovon redet ihr? Was gehört? Ich weiß, dass Earl Eamon krank ist, wenn ihr das meint. Es herrscht Bürgerkrieg, falls euch das entgangen ist. Sollte mir daran gelegen sein. Okay, was ist denn? Wir haben vom König gehört und von den Kämpfen. Das war vor den Ereignissen hier. Wir werden angegriffen. Jede Nacht kommen Monster aus dem Schloss und greifen bis zum Morgengrauen an. Wir alle kämpfen und sterben. Offenbar sind alle der Ansicht, die Verderbnis sei eine optimale Zeit, um sich gegenseitig umzubringen. Ganz großartig. Wir haben keine Armee, keinen Aal und keinen König. Niemand hilft uns. Viele sind tot und der Rest fürchtet, es bald zu sein. Moment, welche böse Macht greift euch an? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Niemand weiß es. Ich bringe euch zu Ben Teagan. Nur er hält uns noch zusammen. Er will euch bestimmt sehen. Ben Teagan? All Eamons Bruder? Er ist hier? Ja, es ist nicht weit. Kommt bitte mit. Ja, das scheint ja richtig die Hölle los zu sein. Oder da oben? Im Schloss? Werden wir ja gleich sehen, was da drin passiert, oder? Okay. Thomas, oder? Und wen habt ihr da mitgebracht? Offensichtlich keine gewöhnlichen Reisenden. Nein, Herr. Sie sind gerade angekommen und ich dachte, ihr wolltet sie sehen. Gut gemacht, Thomas. Seid gegrüßt, Freunde. Ich bin Teagan, Ban von Rhaenys IV, Bruder des Arts. Ich erinnere mich an euch, Ban Teagan, obwohl ich bei unserem letzten Treffen viel jünger war und voller Schlamm. Voller Schlamm? Alistair? Ihr seid es doch, oder? Ihr lebt! Welch großartige Neuigkeit! Ich lebe, ja. Allerdings nicht mehr lange, falls Taryn Logan ein Wörtchen mitzureden hat. Ja. Loghain möchte uns unter anderem glauben machen, dass alle grauen Wächter zusammen mit meinem Neffen gestorben sind. Ja, glaubt ihr Logans Lügen nicht? Nicht alle von uns sind tot. Euer Neffe? Ich rede natürlich von Kaelin. Unsere Schwester war Königin Gwendolyn, König Mariks Gattin und Kaelins Mutter. Der Erbauer sei ihrer Seele gnädig. Ihr seid also auch ein grauer Wächter. Eine Freude, euch kennenzulernen, obgleich die Umstände angenehmer sein könnten. Ihr wollt sicher zu meinem Bruder. Unglücklicherweise gibt es da ein Problem. Eamon ist todkrank. Wir haben seit Tagen nichts vom Schloss gehört. Keine Wachen auf den Mauern, niemand antwortet auf meine Rufe. Die Angriffe begannen vor einigen Nächten. Böse Dinge kamen aus dem Schloss. Wir haben sie unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Okay, ich helfe euch bei dem Kampf. Was denn für böse Dinge? Warum erzählt ihr mir das? Was ist dann passiert? In der nächsten Nacht griffen sie wieder an. Sie kommen jede Nacht und es werden immer mehr. Kaelin ist tot und Loghain führt einen Krieg um die Thronfolge. Alle meine Hilferufe bleiben ohne Antwort. Ich glaube, heute Nacht wird es schlimmer denn je. Alistair, ich bitte euch ungern darum, aber ich brauche unbedingt die Hilfe von euch und euren Gefährten. Das ist nicht nur meine Entscheidung. Aber ohne Al Eamon können die Grauen Wächter gegen Loghain nicht viel ausrichten. Natürlich helfen wir. Das ist nicht unser Kampf. Ihr kennt mich nicht und wollt meine Hilfe. Natürlich helfen wir. Wie sinnlos. Ihr wollt den Dörflern in einem aussichtslosen Kampf beistehen? Haben wir nicht woanders genug zu erledigen? Danke. Danke zur Kenntnis genommen. Danke, das bedeutet mir mehr als ihr ahnt. Thomas, berichtet Murdoch, was hier beschlossen wurde und kehrt dann auf euren Posten zurück. Jawohl, Herr. Nun denn, vor Anbruch der Nacht ist noch viel zu erledigen. Ich habe zwei Männern draußen die Führung übertragen. Murdoch, der Dorfbürgermeister, ist draußen vor der Kirche. Murdoch. Sir Perth, einer von Eamons Rittern, beobachtet von dem Abhang bei der Mühle aus das Schloss. Ihr könnt mit ihnen den bevorstehenden Kampf besprechen.
Okay, schon unterwegs. Ich möchte die Lage mit euch besprechen. Erzählt mir mehr über euch. Schon gut, unterwegs. Dann viel Glück. Ach ja, wir brauchen nicht mehr quatschen, ne? Wir kennen das ja. So, Morrigan. Morrigan ist richtig angepisst. Morrigan. Lasst uns beten. Mutter Hannah. Gesegnet, ihr habt Zwergenblut und seid fremd hier. Dennoch kämpft ihr für eine Heimat, die nicht die eure ist. Dafür danken wir euch. Gibt es einen Grund, nicht zu helfen? Seid dankbar, wenn wir siegreich sind. Es gibt persönliche Gründe für mein Hiersein. Ich kann nicht dabei stehen, wenn Monster hilflos angreifen. Ich brauche den Dank eines Menschengottes nicht. Ja, gibt es einen Grund, nicht zu helfen? Eigentlich nicht. Aber viele Zwerge halten nicht viel von der Kirche und ihren Anhängern. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin die verehrte Mutter Hanna, das Oberhaupt dieser Kirche, die derzeit den armen Dorfbewohnern als Zuflucht dient. Das muss furchtbar für euch sein. Sind das alle Überlebenden? Ja. Alle, die sich nicht selbst verteidigen können. Sie haben Angst vor dem Angriff heute Nacht. Und diese Mauern können ihren Schutz nicht garantieren. Kann ich euch bei eurer Aufgabe behilflich sein? Ja, den Segen brauche ich nicht. Wie sicher ist denn die Kirche? Sie ist das robusteste Gebäude im Dorf. Frauen, Alte und Kinder bleiben während der Schlacht hier drin. Und Miliz und Ritter beschützen sie. Sie haben vor der Kirche eine Barrikade aufgebaut, um die Monster am Eindringen zu hindern. Denn wenn das geschieht, ist Bentigen unser einziger Schutz. Bitte habt Mitleid. Helft diesen Menschen. Tut, was immer ihr könnt. Ja, wir machen das. Wir werden... Der Erbauer wache über euch, Kind. Hallo, bin immer noch da. Ja, David, du bist immer noch da. Hast du aber verpasst. Du bist ins Spiel gekommen, zumindest dein Name. Angst, Mutter. Wann kommen die bösen Männer? Bald, Schätzchen. Keine Sorge, alles wird gut. Irinia. Irinia? Irina? Guten Tag. Und die redet doch nicht mit mir, obwohl sie einen Namen hat. Jitta auch nicht. Das sind schreckliche Zeiten. Ich klick's nur an, ich will's nicht lesen. Gut, gibt XP. So, du bist Katlin. Verzeiht, störe ich euch. Ich versuche, ruhiger zu sein. Seid ihr in Ordnung? Warum meint ihr? Wer seid ihr? Ihr stört mich nicht. Gut, dann schluchzt mal weiter. Ja, Lumi. Lumi hat's ins Spiel geschafft damit. Seid ihr in Ordnung? Warum weint ihr? Diese Dinger haben meine Mutter fortgeschleift. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber ich höre ständig ihre Schreie überall. Wie schrecklich. Ihr armes Ding. Ich wünschte, wir könnten etwas tun, um euch zu helfen. Und jetzt mein Bruder Bevin. Er ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich fürchte, sie haben ihn auch erwischt. Keine Sorge, ich suche ihn. Warum sollte er weglaufen? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ha? Habt ihr nach eurem Bruder gesucht? Was gebt ihr dafür, ihn zu finden? Ihr müsst stark sein, Mädchen. Keine Sorge, ich suche ihn. Wirklich? Vielen Dank. Bitte finden Sie ihn. Ach ja, ich suche alle. Ich suche sie alle. Ich finde sie alle, ich suche sie alle. Ich mache alles. Ich tue alles für die. Obwohl keiner von dem hier irgendwie helfen wird. Aber egal. Und die verschießen und verschwenden ihre Pfeile. Hauptsache, sie tun dort. Ob irgendwas im Wasser daran schuld ist? Ja, wandelnde Leichen. So, hier ist Murdoch. Sie sollen Wachen halten. Murdoch. Ich will keinen Überraschungsangriff vor Sonnenuntergang. Ob der auch gerne rumfliegt, der Murdoch. So, wir nehmen die Todeswurzeln. Wir haben die Leilana dabei, die macht uns die Kisten auf. Dann haben wir Feuerpfeilchen. Dann klicken wir nochmal den Alistair an. Und ballern ihn auch stärker rein. So, Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Er kriegt denn hier Shit-Balance? Nee. Überwinden. Oh, nice. Der Charakter schlägt schnell dreimal hintereinander mit seinem Schild zu und verursacht mit beiden ersten Schlägen normalen Schaden. Ist der letzte Schlag erfolgreich, erleidet das Ziel einen kritischen Treffer und wird außerdem zu Boden geworfen. Wenn es bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert, Schildbeherrschung erhöht den Schaden. Nice. Nice, 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 nice. So, die erste Sache schon mal hier gemacht und gucken wir dann weiter, bevor wir zum Murdoch gehen. Murdoch.
Na, jetzt geht mir gerade Catelyns Haus. Okay, da gehen wir später rein. Mir geht gerade die ganze Zeit von A-Team die Musik durch den Kopf. Jetzt fehlt Mr. T. So. Okay, ja. Ich kontrolliere mal zuerst gerne alles, was hier ist. Aber dann gehen wir zu Murdoch. Hey, Murdoch. Ihr seid also der graue Wächter. Wie fehlt die Gabi? Sind die nicht alle zusammen mit dem König gestorben? Ende der Plauerei. Wie kann ich helfen? Sieht nicht so aus. Sollen wir den König nicht sogar getötet haben? Ich könnte ein Geist sein. Man weiß ja nie. Ob der zu Scherzen aufgelegt ist? Nur die Schlechten. Aber die können euer Dorf auch nicht retten. Ach ja. Dann ist es ja eine Ehre, dass ihr uns eure großartige Anwesenheit gönnt. Zeigt uns doch später, an welchem Ende man ein Schwert hält. Bevor oder nachdem wir eure Haut gerettet haben? Aber wir weisen niemanden ab, der seine Hilfe anbietet. Ich will keinesfalls als undankbar erscheinen. Wir helfen so gut wir können. Ihr könnt uns vertrauen. Also er könnte noch verlangen. Ich bin Murdoch, Bürgermeister dieses Dorfrests. So wie heute nicht alle getötet und ins Schloss geschleift werden. Man nennt mich Ingrim. Ihr wirkt überraschend ruhig. Übrigens, Kopf hoch, guter Mann. Wir werden das Böse gemeinsam besiegen. Wahrscheinlich schon. Ich könnte manchmal Antworten geben, also. Also, ne? Ich hoffe, das hat jetzt nicht gerade so zu laut im Mikrofon. Ja, Kopf hoch. Nennt mich Ingrid. In Ordnung. Was kann ich für euch tun? Wie kann ich helfen? Ich habe einige Fragen. Wie ist die Moral? Unsere wenigen Rüstungen und Waffen müssen sofort repariert werden. Sonst muss die Hälfte von uns ohne kämpfen. Owen ist der einzige Schmied hier, aber der sture Narr redet ja nicht mal mit uns. Wenn wir heute Nacht kämpfen sollen, muss der schrullige Irre uns jetzt helfen. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Warum redet Owen nicht mit euch? Kann sonst niemand diese Reparaturen durchführen? Seine Tochter, Valena, ist Dienstmädchen bei der Erlessa. Seit das alles angefangen hat, hat er nichts mehr von ihr gehört. Er hat verlangt, dass wir das Schloss angreifen, das Tor niederreißen und gewaltsam eindringen. Ich sagte, das sei unmöglich, aber er wollte nicht hören. Er hat sich in seiner Schmiede eingeschlossen. Ich kann ihn nicht zu den Reparaturen zwingen. Er sagt, lieber stirbt er. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Kann sonst niemand diese Rüstung reparieren, also Reparaturen durchführen? Hm? Nicht vor Anbruch der Nacht oder gut genug, als dass es für einen Kampf reichen würde. Glaubt ihr, ich hätte nicht längst gefragt, wenn es jemanden gäbe? Okay. Das wäre hilfreich. Wenn er nicht kommt, stirbt er wie alle anderen. Und welchen Vorteil sollte das haben? Ja, Quest aktualisiert. Was haben wir denn alles? So. So, das ist erstmal die Fläche, Grunddingen, das ist die Weltkarte, da können wir dahin, das ist die Schmiede. Also, Schmiede, da müsste ja da drin sein. Geh endlich weg. Lass mich in Frieden. Du hast meinen Laden doch schon leer geräumt. Es ist nichts mehr da. Seid ihr Owen, der Schmied? Ich muss mit euch reden. Wer seid ihr? Einschüchtern und öffnet die Tür oder ich trete sie ein. Habt ihr nichts genommen? Ihr seid mit. Ich habe nichts genommen. Ihr seid in Irrtum. Tut mir leid, ich gehe wieder. Hä? Ihr seid nicht Murdoch. Wer seid ihr? Und was wollt ihr an meiner Tür? Überreden, ich rede ungern durch die Tür. Darf ich hier reinkommen? Es geht um die Reparaturen für die Miliz. Ich brauche eure Schmiedekunst. Einschüchtern. Wer ich bin, ist unwichtig. Öffnet die Tür, sonst trete ich sie ein. Schon gut, vergesst es. Na, überreden. Wollen wir mal probieren? Sicher nicht. Ich kenne euch nicht und ich will auch nicht. Geht weg. Ja, die Reparaturen machen wir mal. Ah ja? Nun, wenn Murdoch Waffen braucht, habe ich für euch dieselbe Antwort wie für ihn. Er soll sie sich selber machen. Okay, ich brauche eure Schmiedekunst. Seid ihr blind? Die Schmiede ist geschlossen, das Feuer erloschen. Ihr seid hier falsch. Ja, da, bitte. Ich will doch nur reden. Nein heißt bei mir nein. Hinfort, Fremder! Also die Vorstellung, so eine Zwergstelle vor. Okay, jetzt machen wir die anderen Dinge. Meine Axt sagt, das werdet ihr nicht tun. Versucht's nur, Plünderer.
Okay, wir haben es probiert. Er will das Ding nicht aufmachen. Wir könnten jetzt, glaube ich, mit Leliana die Tür einfach aufsperren. Er will nicht. Habt ihr mit Owen gesprochen? Ja, da war ein... Bist du nicht der sturste Narr, dem ihr je begegnet seid? Er könnte ein Zwerg sein. Ihr werdet es ohne seine Hilfe schaffen müssen. Nein, ich habe noch nicht mit ihm geredet. Kann ich noch irgendetwas tun? Zusätzliche Leute. Ein erfahrener Soldat wie Dwin wäre eine große Hilfe für die Miliz. Dwin. Aber er weigert sich ja. Der Dwin, der Dwin. Erzähl mir von Dwin. Er ist Händler, ein Zwerg. Lebt in der Nähe des Sees. Er hat sich mit einigen seiner Arbeiter in seinem Haus eingeschlossen und sagt, er braucht uns nicht. Wir könnten seine Kampferfahrung gut gebrauchen, aber er kommt ja nicht raus. Okay, ich möchte noch über etwas anderes sprechen. Gut, machen wir weiter. Solltet ihr nicht mal mit Owen reden? Ich war schon an seiner Tür. Ihr werdet es ohne seine Hilfe schaffen müssen. Aber trinkt nichts, so übertölpelt er euch. Warum muss unser Erfolg bloß in den Händen des trunksüchtigsten Schmiedes liegen, der je die Gefilde des Erbauers durchwandert hat? Saufen. Saufen will er. Saufen. Okay, dann mal gucken, ob jetzt was anderes ist. Vielleicht habe ich ja einen edlen Tropfen. Hinfort, sagte ich. Versucht nicht hier einzudringen. Ah, okay, na, machen wir erstmal nicht. Und kommt nicht zurück. Okay, dann gehen wir erstmal woanders hin noch. Wir haben ja noch mehr. Dann gehen wir erstmal da rüber in die Taverne. Oder wir gehen da drüben hin und öffnen die Tür. Alles, was lila leuchtet, kann betreten werden. Ah. Catelyns Haus. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Nur ein Buch. Ah, über Kalens. Und da war sie wieder so schnell weg. Erledigt. Erledigt. Ah. So, wir haben hier eine Truhe und irgendein Wäscheberg. Was ist denn da? Komm mal her. Was ja. Wollt ihr? Ja, aufmachen. Schon unterwegs. Schlüssel erforderlich. Okay, alles klar. Ja, mit Bücher betrachtet es als erledigt. Nette Geschichten der Abenteuerlustigen. Okay, das haben wir dann auch. Leider ist hier nichts anderes. Schade. Aber wir waren da. Na, das Stück will er nicht. Hat er keine Lust. Können wir da rausgehen? Also ich durchsuche immer gerne fremde Häuser. Finde ich immer gut. Sollte jeder mal tun, auch mal in Real Life. Wir gehen immer gerne irgendwo anders rein. So, da haben wir... Holzkiste ist da drin. Und hier haben wir... Dwins Haus. So viele Sachen, wo man reingehen kann. So, hier haben wir eine Notiz, eine Truhe. Wo sind wir denn jetzt drin? Im Gemischtwarenladen sind wir drin. So, da müssen wir einmal ganz kurz reingucken, ja? Das ist dann... Das ist der zerflettert. Okay, Zucker, Weizenmehl, Flittenmesser, bla bla bla. Nachfragen, ob es bald wieder Bienenwachs gibt. Notizen auf den zerknüllten Papier. Das ist das, was da stand. So, Fass. Diese Fässer sind mit Lampenöl gefüllt. Nice. Erlaubt ihr? Oh ja. Ich könnte das machen. Oh ja. Aber gern. Fähigkeit unzureicht. Alles klar. Ich brauche bald noch einen Zettel, damit ich mir ausschreibe, wo und was ich irgendwie wo was vergessen habe. Kann ich immer zurück. Hallo? An die Tür klopfen, Schlösser knacken, Tür mit Dietrich öffnen. Nein, Schloss aufbrechen, weggehen. Hallo? An der Tür klopfen. Sie zuckt. Ah, wir gehen erstmal weg. Wir gehen erstmal weg. Falls sich da nichts irgendwie ändert, dann werden wir da auch noch hingehen müssen. So, hier war nichts. Da hinten war noch eine Kiste, ne? Oder nee, das war die Kiste im Ding drin. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir haben, hier ist die Kirche. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Und da waren wir drin. Da waren wir noch nicht drin. Das ist Owens Ding. Und hier ist die Taverne und da oben geht's wieder weg. Also werden wir jetzt
Hier also, einmal kurz rein. Verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich wurde vor meinem Gelübde für die Grauen Wächter rekrutiert. Habt ihr es je bereut, die Kirche verlassen zu haben? Nein, niemals. Ihr etwa? Ja, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber ich habe dort Frieden gefunden. Eine Art Frieden, die ich zuvor nie gekannt hatte. Im Kloster war es oft so still, dass ich anfing zu schreien, bis einer der Brüder herbeigelaufen kam. Ich sagte, ich wolle nur überprüfen, ob noch jemand da sei. Man weiß ja nie, richtig? Ich... Nein, so etwas habe ich nie getan. Ich mochte die Stille. Wie ihr meint. Aber der Ausdruck in ihren Gesichtern war Gold wert. Ich liebe Alistair. Der ist geil. Also, wenn natürlich diese Gespräche kommen, werde ich natürlich nichts machen und werde dann erstmal zuhören selber, weil ich das einfach geil finde. Und dann, ich hoffe, ihr auch. Ihr müsst mich da verstehen. So, achso, falsche Seite. Ist auf die andere Seite. Ich finde das halt einfach lustig, wenn er anfängt oder wenn die sich streiten oder sowas. Das ist einfach, das macht ja das Spiel aus. So. Gut, dann werden wir hoch zur Taverne. Ist ja fast wie im WoW, die ganze Zeit die Karte aufmachen, so hinzugucken, wo ich hin muss. Achso, und da war der andere Eingang. Da oben ist eine Truhe. Da oben ist eine Truhe. Komm ich da oben längs, oder? Jetzt verfalle ich gleich wieder im Lootfahren und will immer irgendwo was klauen. So, wir gehen in die Taverne und Bella. Hallo Bella. Ah, noch eine verdammte Seele, die ihren Kummer hier ertränken möchte. Oho. Wenn ihr was zu trinken möchtet, müsst ihr mit Lloyd reden. Er hat die Hoheit über die Zapfhähne. Ich verhindere nur, dass die Jungs meutern. Ich muss gehen. Was wisst ihr über den Elf da in der Ecke? Und wie läuft das Geschäft? Solltet ihr nicht in der Kirche sein? Welches Geschäft? Ohne die Soldaten vom Schloss kommen nur die Kunden aus dem Dorf. Und die sind alle in der Miliz und haben kein Geld. Die wenigen mit etwas Geld sind hier. Aber dafür lohnt sich der Aufwand nicht. Lloyd ist ein schmieriges Schwein und wenn ich die Arbeit nicht so dringend bräuchte... Ihr schätzt Lloyd wohl nicht besonders. Ein hübsches Mädchen wie ihr sollte es besser haben. Warum geht ihr nicht? Ah. Oh, ihr findet mich hübsch? Hübsch genug, euch hier rauszuhelfen, wenn ihr möchtet. Natürlich möchte ich, wer nicht? Was machen wir? Wollen wir raushelfen? Sehr nett von euch. Vielen Dank. Aha. Was wisst ihr über den Elf? Nicht viel. Er sagt kaum was. Sein Name ist Berwick und er will hier seinen Bruder treffen. Aber ich glaube ihm nicht. Na. Er ist irgendwie unheimlich. Okay, fragen wir noch, warum sie nicht in der Kirche ist. Ja, später. Lloyd wird sich im Keller einschließen und ich gehe in die Kirche. Werdet ihr mitkämpfen? Oh, ja, werde ich. Nein, werde ich nicht. Seid nicht albern. Das ist gut. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich muss Passt gehen. Auf euch auf. Ach ja, man kommt mit ein paar Komplimenten schon viel weiter. So, da haben wir Milizionär. Lloyd ist hier. Da ist Berwick. Wir gehen mal zu Lloyd. Hallo, wir kennen uns nicht. Ihr seid wohl neu hier im Dorf, nicht wahr? Oh. Momentan kommen kaum Reisende hier vorbei. Die ganze Sache ist schlecht fürs Geschäft. Ihr bereut es doch sicher auch schon, stimmt's? Kommen wir zum Geschäft. Was meint ihr damit? Nein, gar nicht. Oh, gehe ohnehin bald. Ja, meine Zeitplanung könnte nicht schlechter sein. Eine Schande, nicht wahr? Böse Kreaturen, alle sterben vor dem Sonnenaufgang. Bekommt ihr davon nicht auch Durst? Was wollt ihr? Etwas zu trinken, hoffe ich doch. Ich brauche Antworten auf ein paar Fragen. Mal sehen, was ihr habt. Okay, dann machen wir erstmal Fragen beantworten. Gut, aber beeilt euch. Solltet ihr nicht das Dorf verteidigen? Warum habt ihr noch geöffnet? Was wisst ihr über die Vorgänge hier? Was wisst ihr über den Elf da in der Ecke? Reden wir über etwas anderes. Erstmal der Elf. Nicht viel. Er sagt, sein Name sei Berwick. Er ist seit über einer Woche hier und wartet angeblich auf seinen Bruder. Ich habe ihn nie zuvor gesehen, aber sein Zimmer ist bezahlt.
Eher der stille Typ. Doch, so, über die Vorgänge, was heißt er hier? Nicht viel. Vor etwa einer Woche kamen plötzlich keine Schlosswachen mehr, was ungewöhnlich war. Denn sie waren meine Hauptkunden. Nach 2 oder 3 Tagen fragte ich nach, aber niemand wusste etwas. Keiner, der zum Schloss hinaufging, kam zurück. Dann folgte der erste Angriff. Ich habe mich im Keller eingeschlossen. Wir sollten einfach warten, bis Hilfe kommt. Okay, warum habt ihr nicht noch geöffnet? Solltet ihr nicht das Dorf verteidigen? Was wisst ihr über den Elf deiner Gegend? Hatten wir schon? Reden wir über was anderes. Das Dorf verteidigen. Wieso? Wenn die Kreaturen angreifen, schließe ich mich im Keller ein. Schottendicht und abwarten. Warum sollte ich mich wie die anderen töten lassen? Wenn mich das zum Feigling macht, dann bin ich eben einer. Einschüchtern. Ihr sterbt entweder bei der Miliz oder gleich hier. Eure Entscheidung. Dann seid ein Feigling, wenn ihr wollt. Wollen wir ihn einschüchtern? Ihr bringt mich nicht in meiner eigenen Taverne um. Das Risiko gehe ich ein. Mag sein, euer Glück, dass ich kein böse Kreatur bin. Ihr solltet nicht mit eurem Leben spielen. Ihr könntet es verlieren. Schön, wie ihr wollt. Ja, Glück gehabt. So, Vorgänge hier. Machen wir einfach mal. Also dann. Gehen wir mal noch hier ein bisschen rum. Den brauche ich jetzt erstmal nicht. Das ist der Ausgang. Ich muss ja echt gucken, wo muss ich hin? Bella. Aus dem Weg, Bella. Milizionär. Ja, hier ist nichts. Ist da oben? Komme ich auch nicht. So, dann fragen wir mal den Elfen hier. Ich will keine Gesellschaft. Ihr seid doch Bärweg. Solltet ihr nicht bei der Miliz sein? Seltsam, hier auf einen Elfen zu treffen. Haben Elfen etwa Reiseverbot? Natürlich nicht. Reine Neugierde, sonst nichts. Ist das eure Beschäftigung? Toll, danke für die Erlaubnis. Oh, okay. Ich sagte, ich will keine Gesellschaft. Oh, ihr seid doch Bärweg, komm. Was, woher wisst ihr? Nun, so heiß ich, warum? Ihr seid sehr nervös. Warum eigentlich? Ihr wartet also auf euren Bruder. Bin ja nur neugierig. Ist das ein Problem? Meinen was? Oh ja, wir wollten uns hier treffen. Dann griffen die Monster aus dem Schloss an. Und seitdem sitze ich fest. Okay, habt ihr nicht versucht zu fliehen? Und das soll ich euch glauben? Warum helft ihr nicht und kämpft? Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Frag mal, warum er nicht kämpft. Es hieß, ich müsste nicht. Ich bin nachts in der Kirche und komme tagsüber hierher, um alleine zu sein, sonst nichts. Hört zu, ich kenne euch nicht und ich will euch auch nicht kennenlernen. Mir wurde gesagt, lasst mich einfach in Ruhe, ja? Ah, was meint ihr, was wurde euch gesagt? So, ich gehe nirgendwo hin, fangt an zu reden. Worüber denn? Nur weil ihr ein grauer Wächter seid, könnt ihr doch nicht gleich jeden so bedrohen. Woher wisst ihr, dass ich ein grauer Wächter bin? Überreden, es wäre einfacher, wenn ihr mir sagt, was ihr verbergt. Einschüchtern. Und wer soll mich daran hindern? Gut, ich lasse euch in Ruhe. Entschuldigt die Störung. Ich hab's gehört, das ist alles. Entschuldigt mich. Ich will in der Kirche sein, bevor die Sonne untergeht. Einschüchtern. Schon gut. Ich sag's ja, aber tut mir nichts. Also bezahlt werde ich dafür nicht. Ich soll lediglich das Schloss beobachten und melden, wenn sich irgendwas verändert. Von Monstern war nie die Rede. Seit es damit losgegangen ist, konnte ich gar keinen Bericht erstatten. Ich sitze hier fest, ganz ehrlich, genau wie ihr. So, wie finde ich heraus, ob ihr die Wahrheit sagt? Wer bezahlt euch? Wer hat euch angeheuert? Weshalb sollt ihr das Schloss beobachten? Ihr wisst also, was passiert ist. Erzählt es mir. Über diese Kreaturen weiß ich gar nichts. Als der Aal krank wurde, hatte ich Angst, die Leute würden denken, ich hätte was damit zu tun. Ich schwöre, ich weiß nichts darüber. Ich sollte beobachten, sonst nichts. Keine Ahnung, ob sie wussten, dass der Aal erkranken würde. Okay, wie finde ich heraus, ob er die Wahrheit sagt? Hier ist ein Brief von Ihnen. Mit Anweisungen und so. Ihr könnt ihn behalten. Macht damit, was ihr wollt. Ich dachte, ich helfe dem König und verdiene dabei etwas Geld. Das müsst ihr mir glauben. Kann man ja. Lauft los jetzt. Ich will euch nicht mehr im Dorf sehen. Gut, dann geht. Ich will euch nicht mehr sehen. Ihr solltet heute Nacht Radcliffe helfen. Genau. Gut.
In Ordnung, ich mach's. Danke für eure Gnade. Ich werd's nicht vergessen. Vielleicht überlebt das ja. Ah, so, wir haben einen Brief erhalten, einen Gegenstand. Und was macht ihr hier? Unglaublich, dass Lloyd uns nicht mal Freibier ausschenkt. Selbst in Zeiten wie diesen denkt er nur an seinen Profit. Hast du was anderes erwartet? Das Schwein war schon immer billiger als eine Hure aus Antiva. Wir verteidigen das Dorf und er rührt keinen Finger, der gewissenlose Kerl. Sollt ihr beim Kampf wirklich betrunken sein? Es ist sein Bier, er kann dafür verlangen, was er will. Vielleicht sollte er lieber bei der Verteidigung mithelfen. Er will Geld von euch? Das ist empörend. Wem sagt ihr das? Wir kämpfen ums Überleben und er macht damit noch Gewinn. Welchen Unterschied macht das schon? Wem ist das egal? Okay, wir könnten ja vielleicht ein bisschen auf eingehen. Alle aus dem Schloss. Der Erbauer segne euch, weil die auch gestorben sind. Hoffentlich überleben. Ja, was kann Lloyd für euch tun? Mal sehen, was ihr habt. Wer seid ihr überhaupt? Okay, beantwortet mir ein paar Fragen. Ich höre, ihr lasst die Miliz für ihr Bier bezahlen. Warum nicht? Sie haben zwar kaum Geld, aber ich kann es ihnen ja schlecht umsonst geben. Das Geld hilft euch nicht, wenn ihr tot seid. Reichen 100 Silberlinge für das Bier der Miliz? Überreden, bedenkt, wie beliebt ihr dann würdet. Gucken wir mal. Beliebt? Ach was. Ihr gutes Gold ist mir lieber. Mist, das Geld hilft euch nicht, wenn ihr tot seid. Hey, so etwas solltet ihr nicht sagen. Das ist ja wie Mord. Ich nenne das den Müll raustragen, ihn erschlagen. Würdet ihr euch jemand vermissen? Hey, seht mal, 80 Silberlinge. Die bekommt ihr, wenn ihr mich beschützt. Es muss doch nichts Unangenehmes hier geschehen. Ein Schüchtern. Ich beschütze nur, was mir gehört. Verstanden? Ihr solltet lieber zum Miliz gehen. Behaltet euer dreckiges Geld. Ich will es nicht. Na gut, her damit. Ich bin unbeschlechtlich. Ihn erschlagen. Machen wir mal das. Was? Nein, die Taverne gehört mir. Nehmt einfach das Geld und geht. Schenkt wenigstens Freibier an die Miliz aus. Ballorde ist der Geld, ich will es nicht. Okay, nur gut her damit, nein. Wollt ihr mein Geschäft ruinieren? Denn hier. Ja, absolut. Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Also, das Bier der Miliz wird ab jetzt von diesem Herrn hier bezahlt. Wie wär's mit etwas Dankbarkeit, Jungs? Du bist ein heiliger Mann. Hoffentlich hast du für die Brühe nicht mehr als ein paar Kupferstücke bezahlt. Ich hoffe, ihr ersauft alle darin. Kann ich noch etwas für euch tun? Mal sehen, was ihr habt. Nein. Und einen schönen Tag noch. Gut, eventuell hilft die Miliz mir. Vielen Dank! Oder auch nicht.